Jo, wir kommen jetzt zum nächsten Part. Und im letzten Part haben wir die Rebellen nochmal ordentlich in den Arsch getreten. Gucken wir kurz, hier gucken. Wow. Oder wurde das noch nicht gerecht abgezogen? Ja, doch jetzt. Ich wollte schon sagen, es hat ja gar nichts abgezogen. Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Planet. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch schnell angreifen sollte. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich auch mal direkt. Was hat er denn eingebäudert? Oh, eine Kaserne, das wird ja einfach. Was macht er die ganze Zeit? Hin, her. Oh, noch ein Viscount. Ich glaube, es wird gleich mal wieder Zeit, den Rebellen Verlust zu Ball zu bringen. Dass ich das schon wieder gesehen habe. Zwei Viscounts, ey. Das geht gar nicht klar. Die Karte kenne ich, aber die haben wir schon mal gespielt. Ups, nein. Ja, leider eh nur eine Infanterie hat. Also nur Infanterie. Sollte das eigentlich mit den leichten Panzer ziemlich schnell gehen. Das ist nur die Frage, wo ist das? Ist das? Ja, das ist hier oben. Das ist da oben. Könnt ihr mal direkt vorrücken. Ja, hab ich doch recht gehabt wieder. Nur die Frage, wo noch die restlichen Infanteristen denn gleich rumlaufen. Hier vielleicht? Ne, im Bunker. Ah, er flieht ja eh direkt. Na gut, überhaupt Pipifax. So, zurück wieder mit euch. Ja, ne? Treten wir den Rebellen nochmal schnell in den Popo rein. Dann wird die Flotten wieder kleiner werden. Von dem zumindest. Das erste Mal glaube ich jetzt, was wir... Ne, Coastern haben wir schon mal gekämpft. Ja, wo die ganzen X-Wings hier waren. Ah, hier war... Ach, hier war auch der erste Viscount, ne, den wir jetzt zerstört haben. Und X-Wings. Das ist auch ein großes Schiff. Ich weiß nicht, was das für ein Schiff ist. Ich will mal gerade gucken. Ach, das ist das Schiff. Okay, das ist keine große Herausforderung. So, deshalb schicken wir erstmal eine Verteidigungsformation. So, und dann warten wir. Vielleicht kommt er ja direkt an. Na, er kommt direkt an. Das ist gut. Das heißt, die restlichen Schaffs können auch noch raus. Ja, und jetzt warten wir erstmal, was sich so ergibt. Hier könnte man die Carwings schon mal wieder für mich abfangen. Ja, aber verdammt viele X-Wings wieder hier rumfliegen, ne? Was ist das denn überhaupt nochmal? Verteidigende Jäger, wow. Seinfallsreicher Name. Ja, wenn der nicht näher kommt, dann komme ich halt näher. Ah, die haben die... Ja, die Dinger sind verdammt stark. Habe ich schon mal gesagt. Hab schon die ganzen Carwings ausgeschaltet. Falls ihr auch so ein komisches Maschinengeräusch mit darunter hört, dass meine Waschmaschine, ne? Also nicht wundern. Aber die sollte man eigentlich nicht hören, die ist in der Küche. Tue ich doch schon. Oder meinst du die Rebellen?
Wehe, du meinst die Rebellen, ja, das verzeih ich dir nie, Treiber. Achso, da sind sie schon welche. Ja, das, na gut, für Ausrottung reicht das noch nicht. Dafür sind die Feinde noch ein bisschen zu stark. Wir machen wieder das übliche Flotten, dezimieren und so weiter. Das klappt ja relativ gut, ne? Sieht man ja. Ah, Nebula. Nebula Sternzerstörer. Ah, ich kann ja was erzählen, weil es fällt mir gerade ein. Es ist ja jetzt, kommt ja jetzt Battlefield 1 raus, ne? Und ich habe mir auch schon das neue Call of Duty angesehen. Ganz ehrlich, neues Call of Duty für den Arsch, ne? Ganz ehrlich. Weil ich jetzt zweimal gesagt. Da habe ich, da soll es ja jetzt auch Raumkampf geben, habe ich gesehen. Weil ich nur gesagt möchte gern Star Wars. Und die Grafik ist immer noch eigentlich nicht wirklich gut. Wenn ich mir Battlefield 1 angesehen habe, dass ja im Ersten Weltkrieg stattfindet, was ich sehr interessant finde. Also das werde ich mir holen, wahrscheinlich nicht. Ich kaufe mir nicht dafür eine extra eine Xbox One oder eine PlayStation 4. Aber ich werde es mir mal im Internet ansehen, wie das Spiel so ist. Es sah sehr interessant aus. Es ist ja auch Erster Weltkrieg. Und ja, die Idee finde ich ziemlich interessant, auch mal endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung. Weil Call of Duty, also COD will es ja anscheinend nicht lernen mit Infinity Wars. Schon wieder Zukunft. Ich meine, man hat ja auch die Bewertung gesehen. 400.000 Likes und über 2 Millionen Dislikes. Naja, da sieht man wieder, wie gut Call of Duty ankommt. Ich habe eh seit Ghost mir kein Call of Duty mehr gekauft. Aber Ghost fand ich eigentlich ganz okay. So schlimm war es nicht. Aber sonst, ne. Advanced Warfighter, habe ich ja schon mal gesagt, ist für mich eigentlich Titanfall. Und Black Ops 3 ist ja auch schon wieder fast das gleiche wie Advanced Warfighter. Und das neue COD habe ich ja nur den Trailer gesehen. Und das hat mich schon übelst angepisst. Ich habe übrigens auch ein Dislike gegeben. Was darf man ja. Weil es ist einfach, keine Ahnung, wenn es für die Leute, die es gefällt, können sie es ja holen, aber ich fand es einfach scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Besonders dann auch so im Raumkampf mit so Cockpit-Perspektive, das sah so ein bisschen aus wie im TIE Interceptor. Ja, ganz ehrlich. Call of Duty soll mal schön auf dem Boden bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber naja. Da ich auch gesehen, da bekommt man auch jetzt, wenn man sich das bestellt, die Limited Edition war es, glaube ich. Oder was Premium, da kriegt man ja Modern Warfare 1 auch dazu. Ja, warum wohl, ne? Modern Warfare 1 war ja eins der besten, ist ja eins der besten Call of Duty Shooter. Tja, ne? Und wenn man jetzt halt will, dass sich das neue Call of Duty auch gut verkauft, dann packt man halt dann den besten Shooter nochmal dazu. Gratis, damit sich die Leute das bloß kaufen. Da habe ich auch in den Kommentaren, was Lustiges gelesen. Da hat dann einer geschrieben, kauft euch Infinity Ward Limited, installiert Modern Warfare und verkauft Infinity Wars. Also so heißt das neue COD. Fand ich ziemlich lustig, ganz ehrlich, will ich auch machen. Obwohl für 70 Euro will ich das das neue MW1 nicht kaufen, wenn ich Infinity Wars gar nicht spielen will, weil man kriegt es ja auch schon für 20 Euro oder sogar noch billiger. So, dann haben wir ein bisschen wieder aufgeräumt. Oh, ich werde angerufen. Ja. Ich rufe gleich zurück. So. Ja, ich bin nicht, ich bin ein bisschen schneidfaul. Weil ich will das ja so machen. Ich wäre ja gleich weg ein bisschen. Und in der Zeit werde ich alle Videos hintereinander kommentieren. Und wenn ich die dann alle extra zusammen kommentieren. Boah, ich habe gerade gesagt, ich rufe gleich zurück. Aber nee. Also ich frage, soll ich Chaos in deinem nehmen? Wie sieht das eigentlich mit der Rebellenstärke aus? Die ist immer noch sehr hoch, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ah
Eigentlich Coruscant wäre gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht. Nein, ich ziehe mich erstmal zurück. Ich frage mich ganz ehrlich, weil die Rebellen haben ja eigentlich mehr Planeten. Obwohl, die haben... Oh, okay, die haben gleich viel. Alles klar. Weil ich wollte gerade sagen, weil ich sehe sehr viele Imperiumsplaneten bei mir. Oder imperiale Planeten. Was kommt denn da nach Coruscant? Achso, apropos, wir haben ja Geld. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich nutze mal so ein bisschen Greifflotten an, damit ich mir... Boah, jetzt reicht's mir aber mal. Ich habe doch gerade gesagt, ich rufe gleich zurück, ne? Weil wenn ich das noch einmal anrufe, dann... Naja. Dass man immer gestört werden muss. Ich komme nicht klar, ey. 7 Minen. Der Predator sieht ja auch interessant aus. Warum benutzt er denn den nicht? Oh, er will nach Coruscant. Da bin ich mal gespannt, was der da jetzt macht. Ach nee, er wollte nur vorbei. Alles klar. Was ist das hier eigentlich? Man muss davon auch mal ein paar einpacken. Wow, ein paar ist gut. Ein einziger. Sieht interessant aus. Da, davon will ich auch mal ein paar einpacken. Den Rest kennen wir schon. Die haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Wie sieht es jetzt hier auf dem Boden aus? Also, jetzt habe ich erstmal keine Knete mehr. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit deine Schiffe hin und her zu bewegen? Da wird einem mal schlecht, ey. Was bringt ihn das? Hin, zurück, hin, zu... Oh, der Weißcount ist weg. Oh, der Predator. Zwei Stück! Das ist gerade verlockend, den Predator anzugreifen. Komm, wir machen das. Es ist gerade so ein bisschen verlockend, wenn er sich dann schon vor mir anbietet. Aber der hat ordentlich Feuerkraft und der kann verdammt weit schießen. Ich wollte schon gerade sagen, kommen jetzt nicht schon eine dritte Flotte dazu. Dreht sich auch so schnell, das mag ich, gefällt mir irgendwie nicht. Kann ich mich irgendwie hinter den mogeln? Ich save jetzt einfach mal so und dann versuche ich mich hinter den zu mogeln. Wenn ich meine Schiffe hier hinschicke. Dann müsste ja eigentlich, glaube ich, gar nicht meine Schiffe treffen können, weil ich noch ziemlich weit weg bin. So, mal gucken. Okay, wir haben sogar geschossen. Worauf schießt du? Ist ja ein bisschen durcheinander. Zerstörer hier. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Wo schießt du drauf? Bist du behindert? Habe verstanden. Ich glaube, der ist ein bisschen geisteskrank heute. Okay, jetzt schießt er auf mich. Guckt euch mal an, wie weit das Teil schießen kann, ne? Ich mag das Teil nicht. Aber jetzt bin ich gemein. Okay, ich habe keine starken Schiffe. Scheiße, ich habe keine starken Schiffe mehr, meinte ich. Meine Schiffe tun sich natürlich wieder sauschwer, mal ihren Arsch hier hoch zu bewegen und den Predator angreifen. Das anzugreifen, meine ich. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Aber ich schicke ein paar Schaffs hier hinten hin. Melde
greifst mal den Imperialstern, ist das ein MK2? Ne, das ist ein Standard. Ein alter Imperialsternzerstörer. Ja gut, der Predator sollte jetzt keine Chance mehr haben. Er ist ja quasi umzingelt. Auch von Jägern. Er macht aber gut Schaden, aber gleich sind ja seine Schilde down, das heißt, er kann schön die Geschütze alle nacheinander zerstören. Ich kann den mal wegschicken. Ich glaube, jetzt sind deine Geschütze kaputt. So, räumt mal hier die ganzen scheiß Jäger weg. Was ist denn der Imperialer Sternzerstörer? Ein? Das ist ein bisschen geistesgestört und fliegt mitten ins Azurinfeld. Das finde ich schön, dass dann die ganzen Bomber hier sind und gegen meine Korvetten kämpfen wollen. Ja, das heißt, dann haben wir hier ordentlich Jägervorherrschaft. Guck mal, wie weit das Teil schießen kann, ne? Ich komme nicht drauf klar. So, es ist aber jetzt leicht zerstört zum Glück. Zack, da ist es verschwunden. Die kämpfen immer noch fleißig. Aber wir haben schon 16 Minuten, ne? Der ist ein bisschen behindert, ne? Warum fliegt er in ein Asteroidenfeld rein? Naja. Ja, bis auf den Schaft, der ein bisschen beschädigt wurde, ist eigentlich gar nichts Großes passiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ich rufe jetzt da mal kurz zurück. Also bis zum nächsten Mal und ciao.